Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Unity mit Hi. Mit Hi. Ich schieße dich ab. Ja, tschüss. Was machen wir denn? Digga. Digga! Wir machen wir heute etwas, was niemand kennt, obwohl es jeder kennt. Und das ist den Void Ore Miner. Ja. Das heißt, wir können aus dem Void einfach Erze minen. Ich habe das nachgefragt, ob wir das dürfen und wir dürfen das. Deswegen habe ich ein bisschen was vorbereitet, aber noch nicht alles. Und das mache ich jetzt mal kurz machen. Das wäre nur Void Ore Miner, war das. 14. Laser Core muss ich noch 2 machen, warte. Red nicht. Ich habe noch etwas zu wenig, nein. Wenn du das kurz reinlässt, bitte. Ich habe keine Dark Force. Und zwar, ich entschuldige mich jetzt schon. Mir nochmal, über Livestream habe ich schon gesagt, aber im Video sage ich es auch nochmal ganz gern. Bei mir ist leider der Technik dann in gewissen Gründen nicht mehr gegangen, heißt ich habe kein Unity machen können mehrmal. Jetzt funktioniert es wieder, ich weiß nicht was du gehabt hast, ich habe alle Einstellungen umgestellt, also alles neu installiert, jetzt funktioniert es wieder. Hoffentlich geht's wieder und dadurch, Livestream habe ich schön aufgeholt, sage ich mal. Und ja, ich muss jetzt noch was farmen gehen, ich komme gleich wieder. Okay Leute, wir haben jetzt das einfach gefarmt und dann auf einmal so ein Bug gewesen, dass einfach das System nicht mehr funktioniert hat und dieser Creeper geht dann mir nicht auf die Nerven. Das ist einfach das, die Hölle, wir waren in der Hölle einfach gefangen. Wir konnten aus der Hölle nicht mehr raus. Hätte ich jetzt kein Eisen mitgehabt, wäre das ein bisschen problematisch geworden. Aber ich hatte Eisen gehabt, aber... Ja, aber hätten wir beide jetzt kein Eisen mitgehabt, wäre das ein bisschen problematisch gewesen. Ich habe immer einen meinen Rucksack drin. Okay, wir nehmen jetzt hier ein bisschen viel Sand raus. Und ich stehe da mal und fahr zu. wenn du es noch nicht weißt, dieser Lava Factory Controller, wo bist du? In der Farming World. In der Farm World? Ja, klar. Wieso? Da konnte ich was? Achso, ja. Wenn du es nicht wusstest, du könntest jetzt schon mal herkommen. Dieses Lava Factory Controller kann Lava herstellen. Deswegen haben wir auch so viel Lava. Also blöd ist, weil das fast wieder fertig mit dem Miner. Ja, ja. Warte, ich schau mal kurz das nach, weil es gibt ja diese von Environmental Tech, da gibt es hier diesen Assembler. Dafür brauche ich einen Farnes-Schleister-Block. Tier 2? Machen kann. Ich hab's vergessen. Oh Gott, wir brauchen Tier 2. Haben wir Diamanten? Ja, du, normalerweise hätten wir Diamanten, hast du gesagt. Ja, aber ich mein Backpack. Ich brauch nur 2 brauche ich nur. Für Tier 2 brauche ich davon. Das heißt, wir brauchen noch einen dieser Steine. Da dran. Einen dieser Steine brauchen wir, das ist vom Harden Stone her. Ich glaube, wir haben nur einer dieser Steine, das heißt, wir brauchen noch 5 Steine. So, das spielt ab, das Metall, das Obel weg. Ja. Wir haben noch einen von dem und den abgegradet zu dem hier. Dann haben wir genug. So. Okay, ich bin fertig. Komm mal wieder zurück, bitte. Ich brauche noch 2 Obsidian, aber das sollten wir irgendwo haben. So, da. Nein! Genau, wo ich jetzt bin, oder? Ja, komm jetzt bitte. Außer willst du es nicht sehen. Was? Außer willst du es nicht sehen, wie ich das baue. Warte, ich setze nochmal wo neu hin. Und... Ich glaube irgendwie... Okay. Ja, dafür... Was? Ich setze das nochmal schnell wo neu hin und da komme ich. Weiß nicht, wie groß das ist. We're not a part of this world. Like the song in my
coming in too soon, colliding like celestial bodies. Oh, oh. Zack, zack, zack. Block required. Machine Base. Habe ich vielleicht das nicht mit? Doch. Die war alles schon da, oder? Ja, alles ist da. Ja, habe ich. Geil. Aber jetzt will ich das wieder alles abbauen. Warum? Weil ich es weiter oben platzieren wollte. Ich wollte nur wissen, wie hoch das ist. Ach so. Yay. Ihr werdet nicht einfach so abbauen. Wir werden nicht einfach so zum Spaß das abbauen. Na, komm einfach her dann. Lass ja, du es sogar drücken. Oh, okay. Ich bin leer. Komm zurück. Ich hab keine Energie mehr. Also ich habe jetzt kurz mal fast eineinhalb Steck Draconic das gefarmt. Nur ein paar Minuten. Jawohl. Okay. Geil. So, okay. Hier haben wir jetzt ein bisschen viel Platz. Ich sag mal, das wird einfach ein bisschen weiter oben platziert. Sagen wir einfach bis hier, so hoch. Ich weiß nicht, von wo das Energie bekommt. Ich glaube von oben. Wenn, ja, es ist kein... Also ich muss das dann von hinten einfach verbinden, weil hinten sieht man meistens sowieso nichts. Kommst du hier? Warte. Haha. Ich hab's. Der ist dran. Ja, aber ich komm her. Okay, ich geb dir die Items. Zack, zack. Ja, cool. Wow. Zack, zack. Zack, zack. Und den auch hier. Und du musst jetzt mit diesem Assembly, oder wie das heißt, mit dem musst du drauf drücken. Und den einfach. Von vorne, am besten von vorne. Von da. Rechtsklick. Und 24 Struktur, 20 Mission Base. Rechtsklick. Es werden Sachen gebaut. Weiß nicht, ob ich genug Platz habe. Ich glaube schon. So, bin leer. Danke, Per. Ja, ist fertig. Gut, das heißt, wir, ja, das hätte ich so machen sollen. Warte mal. Hier, mach du einfach Rechtsklick drauf. Einfach nur Rechtsklick drauf machen. Sollte sind wir completed. Und jetzt, ja, okay, du hast keinen bekommen, weil ich das alles gemacht habe. Danke, Antivirus, dass du einfach reinkommst. Er wollte sich jetzt updaten, ohne dass ich es gesagt hätte, dass er darf. Okay, jetzt haben wir das completed. Und jetzt müssen wir hier... Unten, glaube ich, bei dem Laser-Core, ganz untergraben. Bis halt zum Bedrock. Das ist ein bisschen Arbeit. Aber es geht. Dann haben wir gleich diesen Miner fertig. Der macht dann alles. Und da haben wir auch, glaube ich, hoffentlich das. Ja, ich sehe das jetzt schon. Der Laser, den mich durch. Der hat halt keine Energie. Du Leif, hat doch Energie. Wenn du das sehen willst, komm mal her. Hier unten. Siehst du das? Die Partikel dazwischen? Ja, klar. Und das ist jetzt. Der würde jetzt meinen anfangen. Hätten wir jetzt. Strom. Und dafür. Nehme ich jetzt mal eine Gold Chest her. Mach den mal da drauf, damit er die Sachen hier oben abgibt. Ja, da mache ich mal ein bisschen Platz. So. Und da muss ich das jetzt mit Energie verbinden. Dafür brauche ich ein paar Energy Conduits. Ich nehme jetzt die normalen Energy Conduits, weil ich davon mehr habe, glaube ich. Oder ich weiß nicht, wo ich die habe. Das heißt, wir könnten sogar noch mehr bauen. Das wäre mal eine gute Idee. Vielleicht dieser Universal Cable zu bauen. Ja, gut. Oder ich wir können. Fest. Ist er nicht versucht? We can shine in a crowd, we never hesitate. Let us rise to the clouds. We got nothing to lose, I know the time is right. Let us light up the fuse. And I know, and I know, and I know, and I know we're perfect, you and I. And I know, and I know, and I know, and I know. And I know.
I don't give it up without a fight. What I feel, what I feel, I'm always right. Let us detonate tonight. Okay, machen wir jetzt ein... Ich mache jetzt Outro. So Leute, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe es gefallen. Wenn das so geht, einen Daumen oben da. Vergesst nicht zu abonnieren, den Glocke zu aktivieren und dann vergesst nicht beim Chaos-Router vorbeizuschauen. Dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis später. Ciao. Ciao.